Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind hier gerade auf der Citadel unterwegs mit Garrus und Morinth. Und wir haben hier ein bisschen was zu tun. Also, fangen wir mal an. Liara-Systeme, also wir müssen... Wir müssen nochmal nach Ilium. Ich will nicht nochmal dahin. Ah, okay. Ja. Marabs Geschäft auf der Citadel. Fangen wir mal damit an. Keine Ahnung, wo Marabs Geschäft ist. Toll. Fangt schon mal die Sucherei an. Shops. Mann, wir haben nicht mit Liara gesprochen. Da kommt sicher noch mehr, nämlich. Irashimas! Sie behaupten also, sie hätten seine Creditkarte nicht... Können wir da eigentlich irgendwo hin? Wir können ins Präsidium, aber da kommen wir nur zu Anderson. Ich bin lediglich vorbeigegangen und plötzlich hat er sich zu mir umgedreht und losgebrüllt. Tupari, Werbung. Jetzt auch endlich mit rechtsdrehenden Aminosäure. Der Volus ist weg. Niemand sonst hier wegen gefälschter ID und so. I don't know. Sie haben doch jetzt große Lust auf einen Tupari. No. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ja, aber er ist mein Baby. Sonst ist mir nicht... Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ein Datenpad, da ist es. Alles klar. Was planen die wohl? Gut, das hätten wir mal erledigt auf jeden Fall. Verbrechen, also das ist das, ja. Kugana Sushi. Jemanden auf dem Sakara-Markt finden, der mehr über die Seen im Präsidium weiß und ihn nach Fischen fragen. Sakara-Bezirk, das ist ja eh das Ganze hier, oder? Wie soll ich ihn da fragen? Geht's eigentlich noch irgendwo hin? Ich dachte, das war so ein Darkstar gestanden. Komisch, dass es das hier drüben ist. Aber okay. Hier ist so viel Markt und alles, aber offensichtlich finden wir hier niemanden, der Ahnung hat von Fisch. Und wo ist die? Die Karte von diesem Volus. Na, hier war er nicht drin, glaube ich. Da wollte er nicht hierher, ne? Hier war ja nur die Quarianerin drin. Und hier liegt keine Karte. Interesting. Auch hier, da weiß niemand was. Diese Menschen sind unfassbar. Flugverbotslisten? Was haben sie nur aus diesem Ort gemacht? Ich habe ihr Gespräch mitbekommen. Probleme? Ah, ein Mensch. Ihre Spezies drängelt sich immer vor, wenn es darum geht, die Probleme der Galaxie zu lösen, stimmt's? Ja. Ich weiß nicht, was ich getan habe, um das zu verdienen. Gar nichts. Zumindest nicht persönlich. Aber seit ihre Spezies den Rat übernommen hat, gibt es jede Menge neuer Sicherheitsüberprüfungen und Reisebeschränkungen. Natürlich nur zu unserer Sicherheit, versteht sich. Wir wurden als potenzielles Risiko für eine Geth-Infiltration eingestuft. Und deshalb dürfen wir kein Schiff besteigen, das uns zurück ins Asari-Gebiet bringt. Oh. Warum sollten sie ein Risiko sein? Sie sind offensichtlich keine Geth. Keine Ahnung. Sie haben es uns nicht gesagt. Wir sind aus irgendeinem Grund auf irgendeine Liste gekommen. Und mehr sagen sie nicht. Denn das ist streng geheim. Wer lässt sie nicht an Bord eines Schiffes?
Ich weiß nicht, wer die Sache beschlossen hat. Irgend so ein Bürokrat am Shuttlehafen hat es uns gesagt. Vor der Station von C-Sicherheit. Ich sehe mal, ob ich das regeln kann. Ich mache mir keine Hoffnungen. Okay, damit hat sich das mit den gefälschten IDs wohl erledigt. Konnten wir denen geben, aber jetzt haben wir wohl angeboten, uns anders darum zu kümmern. Na schön. Schön, schön. Ich brauche nur ein paar Gewürze. Erstklassige Vorräte. Falls Sie das führen. Was ist das? Kein Objekt verfügbar. Aha. Das könnte man kaufen. Interessant. Und mit wem sollen wir da reden? Wahrscheinlich da draußen, oder? Ich schätze mal nicht, dass Bailey dafür zuständig ist. Zu denen haben wir eh schon einen guten Draht. Es tut mir leid, aber damit kann ich Sie nicht an Bord einsetzen. Kann ich Ihnen helfen, Sir? Ich habe mit einigen Asari gesprochen. Sie dürfen die Station nicht verlassen, aber der Grund dafür wurde Ihnen nicht genannt. Können Sie mir da helfen? Es tut mir leid, Sir, aber alle Informationen über die Sicherheit der Station sind geheim. Wir können keine Infiltration durch die Geth riskieren. Die Auskunft, warum jemand auf der Beobachtungsliste steht, könnte die Sicherheit von Undercover-Agenten der C-Sicherheit gefährden. Haben Sie mit ihnen gesprochen? Sehen so etwa Agenten der Geth aus? Nein, aber man kann ja nie wissen. Hören Sie, Miss, ich habe hunderte von Geth bekämpft. Ich kann Ihnen versichern, dass die beiden keine Infiltratoren der Geth sind. Dass sie keine Taschenlampenköpfe haben, hat mir das verraten. Ich behaupte ja nicht, dass die Regeln sinnvoll sind, aber ich muss sie nun mal durchsetzen. Ich bekomme keine Freigabe für Sie, aber ich kann Ihren Fall zur Überprüfung vormerken. Dann können Sie bis auf Weiteres reisen. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich das letzte Mal hier war. Die Sicherheit scheint strenger gehandhabt zu werden. Nach dem Angriff der Geth wurde das Sicherheitsprotokoll überarbeitet. Es gab kleinere Veränderungen, um das Risiko einer Infiltration durch die Geth zu minimieren. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten. Man sollte meinen, ein Geth würde auffallen. Annahmen sind gefährlich. Wachsam sein, sicher sein. Danke für Ihre Zeit. Der nächste. Oh Gott, sind die bescheuert. Außerdem, Alter, der Angriff war nicht durch die Geth, sondern durch die Reaper in erster Linie. Die Geth waren nur Handlanger. Die Geth sind nicht an das total interessiert. Gute Neuigkeiten. Ich habe neue Transit-IDs für Sie. Sie... Woher haben Sie die? Wenn Sie sie nicht wollen, kann ich sie zurückbringen. Nein. Nein, ich nehme sie. Gerne sogar. Wir sollten uns fertig machen. Vielleicht geht morgen das nächste Schiff nach Tessia. Kein Abtrünnig, bitte. Natürlich Abtrünnig. Nur, damit sind sie jemand anders jetzt erstmal. Gut, das hätten wir auch. Fische. Oh, Modell von der Sovereign. Macht jemand schon Geld damit, ne? Willkommen zurück. Diese Geschäfte gehören doch der Citadel, oder? Das ist richtig. Die Souvenirläden der Citadel gehören dem Rat. Die erzielten Gewinne dienen dem Erhalt der Station. Wir führen eine Auswahl von Dekorationsstücken zur Verschönerung ihres privaten Quartiers. Ich weiß nicht, ob ein Reaper eine Verschönerung ist. Danke für Ihre Zeit. Kein Problem, Bürger. Bürger. Gut, okay, mit den Helmen sind wir vielleicht nicht unbedingt zu erkennen. Ich fürchte, das sind nicht unbedingt die Fische, die irgendeiner für Sushi haben will. Sarones Applications, ist das nicht das, wo der Volus gewesen ist? Hey Kumpel! Mensch! Ja? Turiana? Entschuldigung? Was? Hören Sie, ich weiß ja, dass unsere Spezies nicht gerade die besten Freunde sind. Sie sind Brudermörder. Ihr Admiral Hackett hat den Rat sterben lassen. Dagegen kann ich nichts mehr tun. Aber ich kann verhindern, dass die Geth noch einmal angreifen. Sie jagen Geth? Geth, Piraten, seltener Abschaum, überall in den Terminus-Systemen. Das ist gefährliche Jagdbeute. Ich mag ihre Spezies nicht. Aber ich helfe dem Feind meines Feindes. Ich gebe Ihnen Rabatt, werde das aber leugnen, falls man mich darauf anspricht. Danke. Und jetzt verschwinden Sie, bevor ich meine Meinung ändere.
Turianer? Ich dachte, Waffen wären auf der Citadel jetzt verboten. Das verdanken wir ihrer Spezies. Wir lagern außerhalb und beliefern die Schiffe direkt. Die Kunden bekommen auf der Citadel keine Schusswaffe in die Finger. Sie können so viele Gesetze machen, wie sie wollen, Mensch. Wir werden immer Schlupflöcher finden. Nun ist ja mir wurscht, ich habe das Gesetz nicht eingeführt. Ich möchte etwas kaufen. Dann benutzen Sie den Katalog, wie alle anderen auch. Erzählen Sie mir von Ihrem Angebot. Ich verkaufe Schusswaffen. Und ich glaube, dass die Menschen schon genug davon haben und deshalb keine mehr brauchen. Ich gehe jetzt. Ich hoffe, Ihnen fällt beim Rausgehen die Tür ins Kreuz. Oh Mann. Zu liebenswert. Haben Sie Spiele, die Sie tauschen möchten? Beim Kauf eines neuen werden dann zwei Credits. Hausmeister. Ah! Ich habe gemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Wissen Sie, ob es in den Seen Fisch gibt? Das werde ich offen fragen. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanken im Bezirk. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Das ist die Leia Sanatis Geschenk. Ich verstehe fast kein Wort. Wenn ich mir ein Glas Wasser reinschenke, ist das dann dasselbe Zeug, das die Touristen ihren Müll reinladen? Nein, es wird vorher aufbereitet. Wenn Bakterien von Salarianern oder Menschen drin wären, könnten Turianer oder Quarianer daran sterben. Alles wäre viel einfacher, wenn wir alle die gleiche DNS hätten. Aber nein, das Universum steht ja auf Abwechslung. Ich habe bemerkt, dass Sie einer der Hausmeister des Präsidiums sind. Toll. Wissen Sie, ob es in den Seen Fisch gibt? Das werde ich oft gefragt. Kommt gleich nach, wo sind die Toiletten? Das sind Wasserspeicher, nur für das Präsidium, getrennt von den Vorratstanks in dem Bezirk. Ich kenne nur einen einzigen Ort in der ganzen Station, wo es lebende Fische gibt. Das ist die Leia Sanatis Geschenkboutique. Wo ist diese Geschenkboutique? Beim Markt unter der Bar. Die Leia verkauft Aquarien, weil Fische die größten Haustiere sind, für die meisten Stationsbewohner eine Genehmigung bekommen. Danke für Ihre Hilfe. Wenn Sie mal oben im Präsidium sind, sehen Sie sich die Kanäle gegenüber der Röhre. Okay, jetzt müssen wir den Kroganer finden, der Sushi wollte. Aber soll er vorher ins Präsidium gehen und fischen? Oder wie stellt er sich das vor? Aber gut, das ist dann sein Problem. Kurz Zeit für die Presse, Shepard? Nein. Oder zumindest nicht für schlechte Presse. Wobei, speichern wir mal. Vielleicht können wir da auch was Vernünftiges reindrücken. Hey, Shepard. Kalisa Benzinan Al-Jilani, Westerlund News. Ich habe Sie vor 2 Jahren interviewt, als Sie Inspektor wurden. Sie haben das Interview mittendrin abgebrochen. Viele Menschen haben sich gefragt, was der Rat wohl zu verbergen hat. Haben Sie eine Minute Zeit? Damit Sie mich wieder in den Dreck ziehen können? Aber Shepard, Ihnen mögen meine Methoden nicht gefallen, aber Nein. Wir stehen auf derselben Seite. Sie Nein. sind zurück. Sie sind eine Nachricht. Ich will nur Ihre Geschichte hören. Es heißt, Sie wären während der Schlacht um die Citadel im Herzen des Präsidiums gewesen. Man kann sagen, der Ablauf des Kampfes hing von Ihren Worten ab. Demnach haben Sie Admiral Hackett gesagt, er soll die Destiny Ascension im Stich lassen und fast 10.000 Leben opfern, einschließlich des bisherigen Citadel-Rats. Es war Zeit für uns, unseren eigenen Weg zu finden. Ich war Kolonist. Ich weiß, wie hart die Galaxie sein kann. An diesem Tag ging es nicht um Verachtung, sondern darum, sich zu erheben. Aber die Beziehungen zwischen den Spezies... Wir haben einen neuen Rat, neue Freunde. Wir haben aus einem tragischen Vakuum neue Möglichkeiten geschöpft.
Außer sie glauben, dass die Menschheit und unsere vielen Partnerspezies die Chance auf Wachstum nicht verdienen. Beleidigen Sie sie nicht. Das wäre unter Ihrer Würde. Commander Shepard, erster menschlicher Spectre, Held der Schlacht um die Citadel. Video prüfen. Haben wir's? Na toll, in meiner eigenen Show bloßgestellt. Ja, so geht's. Hast du nicht anders verdient. So, dann gucken wir jetzt mal. Kogana Sushi. Kagesh. Kagesh, entweder die Wahrheit sagen oder in der Geschenksboutique einen falschen Fisch kaufen. Puh, schwierig. Soll ich einen falschen Fisch kaufen? Ist es gut, ihm die Wahrheit zu sagen? Ich glaube, ich sage ihm die Wahrheit. Ich meine, das ist sein Problem, wenn er dort fischen geht und dann erwischt wird. Oder was auch immer er davor hat. Kein Plan. Ist nur die Frage, wo der ist. Ah, da sind wir ja schon. Das ist doch das. Aber müssen wir mit ihr herreden? Zurück. Diese Geschäfte gehören. Das ist richtig. Wir führen eine Auswahl. Nö, okay, also hier gibt's. Kein Problem, Bürger. Hier gibt's wohl keinen falschen Fisch. Dann werden wir ihn halt sagen, dass es irgendwo Fische gibt. Vielleicht sollte man ihm auch sagen, es soll nicht unbedingt dort fischen gehen, wenn er sich aus Problemen raushalten will. Ich glaube nicht, dass das erlaubt ist. Wo ist diese verdammte Kreditkarte von dem Penner? Irashimas! Ja, du mich auch. Ein Krogana. Oh, wo ist denn hier überhaupt ein Krogana? So fangt es ja schon mal an. Ich vertraue dir, Michael. Welche medizinischen Upgrades würdest du für ihn kaufen? Ja, hier ist doch nirgendwo ein Krogana, oder? 10% echtem Du. Hier ist doch nicht mal ein Krogana da. Ah, okay, Ebene 27. Ich würde gerne mal einen Fisch aus den Seen des Präsidiums schnabulieren. Aha. Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung. Sind Sie sicher, dass das die Wahrheit ist? Sie wollen also nichts zugeben? Macht das irgendwo hier? Ah, hier ist er. Hey Kumpel! Was wollen Sie? Warum interessieren Sie sich so brennend für Fische aus dem Präsidium? Weil es dekadent ist. Einen Fisch aus dem Präsidium zu essen, das wäre so, als ob man Shaira vögelt. Wie geht? Asani sind doch so glitschig. Wo willst du dich denn da ordentlich festhalten? Ich habe mit einem der Hausmeister des Präsidiums gesprochen. Er hat gesagt, in den Seen dort gibt es keine Fische. Was? Habe ich doch gesagt. Wozu denn das viele Wasser, wenn man darin nichts Essbares unterbringt? Ich verstehe diese Aliens wirklich nicht. Danke, dass Sie es ihm gesagt haben. Er hat den ganzen Tag von nichts anderem geredet. Okay, dann fehlt nur mehr denn seine Kreditkarte. Okay, wir suchen das nochmal ab. Apropos Dekadenz, wir fahren einfach so, ne? Warnung, aha. Was denn für eine Warnung? Ich bin von Gesetz wegen dazu ver... So. Gehen Sie bitte weiter. Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Universalwerkzeug sagt, dass sie keine Karte bei sich hat. Aber sie könnte sie versteckt haben, um sie später wiederzuholen. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Und sie ist ganz eindeutig obdachlos.
Ich nehme sie mit zu Bailey. Soll der entscheiden, was mit ihr geschieht? Sie behaupten, sie hätte ihre Kreditkarte gestohlen? Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sirta Foundation beinahe umgerannt. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Sirta Foundation. Es ist hier. Ich bin Commander Shepard. Aber hier liegt keine Karte. Das ist was denkst du, Michael? Vielleicht den Immunverstärker? Das soll gegen Alien-Bakterien. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Da waren wir doch. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Er hat nichts gekauft. Wenn alles über den Katalog abgewickelt wird, was machen Sie denn hier? Kundenservice. Rücknahme, Umtausch, Gruppentarife. Außerdem verkaufen wir mehr, wenn jemand für die persönliche Interaktion zur Verfügung steht. Obwohl ich nicht verstehe, warum ein Unternehmen der Menschen ausschließlich Asari als Verkaufskräfte anstellt. Danke für Ihre Zeit. Kommen Sie bald wieder, Shepard. Hat sie nicht fallen lassen hier. Das ist halt. Erweiterungen hin und wieder motorische Störungen als Nebenwirkungen. Das ist halt echt blöd, weil wo ist sie dann? Ich bin Kommandant. Hier wohl auch nicht, ne? Ah, mein Lieblingskunde. Was darf's denn sein? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich Sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Vielen Dank. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Danke für die Hilfe. Na bitte, haben wir Sie. So, Mr. Kollege. Es tut mir leid, Sir, aber Sie haben nur eine Kreditkarte und die ist auf Sie registriert. Gehen Sie bitte weiter. Nein. Sie haben Ihre Kreditkarte bei Serenus Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh. Oh. Naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht. Aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz. Sonst verhafte ich Sie wegen. Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Oh, bitte versuch das, komm, bitte versuch's. Das sie möchte glauben, ich sehen. Sie könnten einen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Oh, verdammter. Danke, ich... würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Können wir ja nicht ein bisschen mehr helfen? Ist nicht auf Pilgerreise vielleicht oder so? Irashimas! Einen Spectre einbuchten. Der hat vielleicht Nerven. Na gut, Freunde, aber das war's auch wieder für diesen Part und im nächsten Part werden wir sich dann wahrscheinlich um Said kümmern, würde ich mal sagen. Der hat ja auch noch irgendwas auf dem Herzen. Und ich muss mal irgendwie rausfinden, warum uns dann noch jemand fehlt in unserer Crew. Aber das werde ich sicher rausfinden. Ja. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!